Und aus Berlin zugeschaltet ist uns jetzt Olaf Scholz, Vizekanzler und Vize im Bundesvorstand der SPD. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend. Wird diese neue Lösung denn der Partei insgesamt genügen? Kevin Kühnert fand ja, Maaßen sollte ganz in den Ruhestand und gar kein Amt mehr haben. Die SPD hat gefordert, dass Herr Maaßen nach den Äußerungen, die er im Zusammenhang mit den Vorfällen in Chemnitz getätigt hat, nicht mehr weiter Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sein kann. Und die Koalition hat etwas mühevoll, wie man zugeben muss, eine neue Lösung gesucht. Die ist jetzt gefunden. Und ich glaube, dass es auch gut ist, dass noch mal nachgearbeitet wurde, nachdem eine Beförderung so offensichtlich bei so vielen Teilen der Bevölkerung auf wenig Verständnis gestoßen ist. Das, was jetzt für ihn als künftige Aufgabe vorgesehen ist, ist das nicht. Und deshalb, glaube ich, ist das auch eine, die auf breite Zustimmung stößt. Die interessante Frage ist ja, ob dieses ganze Nachbearbeitungsdrama in der Form überhaupt nötig gewesen wäre. Das war sehr interessant, dass Herr Seehofer heute sagte, also diese Lösung, die hätte er schon in der ersten Verhandlungsrunde vor 10 Tagen mal auf den Tisch gelegt. Aber das scheint Frau Nahles damals ja noch nicht zugegriffen zu haben, oder wie war das? Na, nun war ich ja nicht dabei, aber habe mich ja sehr sorgfältig mit Frau Nahles unterhalten. Deshalb würde ich sagen, das buchen wir mal ab unter ein typischer Seehofer. Was meinen Sie damit, dass Herr Seehofer in diesem Fall die Unwahrheit sagt? Ich glaube, dass richtig ist, dass jetzt diese Lösung gefunden wurde und dass sie nicht vorher möglich war. Nee, aber ich meine, das wäre ja schon ein Ding. Also wenn er diese Lösung angeboten hätte, vielleicht mit ein paar noch Kleinigkeiten, Abweichungen, und Frau Nahles hätte nicht erkannt, dass das viel besser ist, als Herrn Maaßen zum Staatssekretär zu befördern, das wäre dann, glaube ich, schwer vermittelbar, wenn das so gelaufen wäre, oder? Ja, wäre und ist ja ganz anders. Deshalb, glaube ich, ist es schon richtig, dass die SPD-Parteiführung und die Parteivorsitzende die Mut und die Kraft aufgebracht hat, zu sagen, die Lösung, die da gefunden wurde, hat nicht gereicht. Wir müssen eine bessere finden. Das ist jetzt gelungen. Ich muss da noch mal nachhaken. Wäre. Das wird Herr Seehofer nicht gerne hören, dass Sie ihm unterstellen, er habe da irgendwas behauptet. Ich glaube, Herr Seehofer freut sich, dass diese Sache jetzt einer guten Lösung zugeführt ist. Und das ist ja auch eine, die auf breite Unterstützung bei den Bürgerinnen und Bürgern stößt. Denn das, was uns ein Anliegen war, nämlich dass eine Veränderung beim Bundesamt für Verfassungsschutz stattfindet, das ist ja ein Anliegen, das nicht die SPD hatte, sondern die meisten in unserem Land. Aber Sie merken schon, dass wir jetzt irgendwie schon wieder mittendrin in einem neuen Koalitionsstreit sind. Nämlich die Frage, was ist da wie, wann gelaufen und besprochen worden? Nein, auch wenn Sie sich sehr bemühen, und das ist sicherlich ganz interessant, aber ich glaube, Sie sollten das jetzt mal einfach auf sich beruhen lassen. Es ist mit sehr großen Anstrengungen eine vernünftige Lösung gefunden worden. Das war jetzt möglich und vorher nicht. Und das ist ganz besonders der Parteivorsitzenden der SPD zuzurechnen, die gesagt hat, das, was die drei Vorsitzenden ursprünglich vereinbart haben, ist so wenig akzeptiert in der Bevölkerung. Das muss man schnell ändern. Es ist schnell geändert worden. Gut so. Zunächst hat die SPD-Chefin und auch Sie als Teil der Führungsriege aber überhaupt kein Gefühl dafür gehabt, wie diese erste Lösung bei der Basis und bei der Partei ankommen würde. Was läuft denn da schief, dass man sich nicht rückkoppelt, dass man nicht merkt, das kann ich so eigentlich niemandem aus meinen Reihen präsentieren? Es gibt viele Rückkopplungen, viele Gespräche, die auch in Zukunft stattfinden werden. Und ich finde, die wichtige Leistung ist, dass hier mal etwas ganz anders gelaufen ist, als wie sich viele Politik vorstellen, nämlich dass man stur bei den Dingen bleibt, die man einmal festgelegt hat, wenn man feststellt, dass das gar nicht vernünftig ist und dass es auf viel Skepsis stößt. Und deshalb ist das auch ein Beweis dafür, welche Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, in einer öffentlichen Debatte damit verbunden ist. Ja, insgesamt war das aber ein 10-tägiges Drama und man fragt sich, wie viel Vertrauen da jetzt zwischen den Beteiligten eigentlich überhaupt noch existiert, oder gibt es überhaupt noch sowas wie Vertrauen zwischen der SPD und Herrn Seehofer zum Beispiel? Auf alle Fälle hat die Regierung sich viele Dinge vorgenommen. Die SPD hat vieles in den Vertrag über die Bildung der Regierung hineingeschrieben, den Koalitionsvertrag, was jetzt Stück für Stück umgesetzt wird. Erst vor kurzem haben wir Verbesserungen bei der Rente durchgesetzt. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Verbesserungen im Mietrecht, was viele Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland dringend nötig haben. Es wird weitergehen mit Fragen zur Fachkräfteeinwanderung zum Beispiel und den Maßnahmen, die wir jetzt für Kinder tun, sodass wir gebührenfreie Krippen und Kitas in Deutschland bekommen können. Also da gibt es richtig gute Sacharbeit und auf die sollten wir uns auch konzentrieren. Dann schauen wir mal, ob das gelingen wird in den nächsten Wochen. Herr Scholz, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.